hätte wirklich möglich sein sollen. Sag bloß, die sind jetzt alle nicht mehr hier. Na doch. Ah, da haben wir schon das nächste. Sehr schön. Wow, nein. Nicht einfrieren. So, schön draufhalten. Jetzt haben wir schon ein bisschen eine bessere Mana-Regeneration. Das Mojo. Und da sind schon mal zwei hin. Und da haben wir Nummer 4 bekommen. Einer fehlt jetzt noch, da ein Hund dazu. Gut, haben wir uns das Gold hier auch noch. So, einer fehlt noch. Wir haben am Anfang hier schon zwei umgebracht, da war ich noch 59. Und bei dem einen bin ich natürlich mittendrin geworden und da hatte ich schon einen blauen Down. Und natürlich zählt das dann auch nicht mehr, weil dann ein blauer natürlich gefehlt hat. Ab Level 60. Da noch ein Schrein. Was haben wir da bekommen? Ressourcenregeneration. So, hin ist es. So. Moment, so. Hin sind die zwei Idioten. Geht doch recht flott. Ein Bett läuft jetzt sicher noch irgendwo rum. Okay, dann halt nicht. Ach, Punkt, geht's auch noch weiter. Dann gehen wir da doch noch hin. Ja, könnte ich sonst noch irgendwie was. Also falls ihr WoW spielt, mit Patch 5.4.1, der ist gerade auf dem Test-Server, da kommt dann, ja, das WoW-Haustier dann ins Spiel, das jetzt, wenn man sich den Livestream kauft oder direkt dorthin fliegt, ab da kann man die dann benutzen. Wie es dann mit dem anderen Zeug hier ist, ich schätze mal, das wird sicher zur gleichen Zeit, wenn die da auch irgendwie ein Patch oder was aufspielen. Und dann kann man natürlich, ja, das hier dann auch nutzen. So. Im Prinzip ist, glaube ich, egal, wo ich rausgehe, oder? Raus ist raus, würde ich sagen. Ja, Hearthstone schaut immer noch schlecht aus. Ich ärgere mich jeden Tag mehr. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten ich gezeigt habe oder gesagt habe, wo man sich dafür die Beta melden kann, besonders bei uns in der Gilde. Und die wussten das nicht. Da habe ich gesagt, ja, brauchst nur Accountverwaltung gehen. Da gibt es dann so einen eigenen Reiter da mit Beta. Klickst einfach die Spiele an, wo du an der Beta teilnehmen willst. Dann bestätigst du unten, das war's. E&L wollen die noch wissen, ja, wie es um deine Computerdaten steht, also damit die ja sehen, keine Ahnung, die Leistung für deinen Rechner, Internet, das wollen sie halt wissen, also nichts Persönliches. Und ja, das ist halt. Und das habe ich drei Leuten gezeigt. Und jetzt kommt der Oberhammer. Die drei haben einen Beta-Key schon bekommen. Echt super, oder?
Ich habe ihn immer noch nicht. Boah, da bist du ärgern, wenn ich denen das ja nichts gezeigt hätte. Ja, aber ich bin dann auch nicht sauer und denke mir, ja. Hab dann auch eher so an meinen Vorteil gedacht, denke mir, ja, wenn ich da so ein paar Leute persönlich kenne, dann kannst du mit denen dann in Hearthstone so ein kleines Spielchen machen. Also wenn du da immer gegen irgendwie Fremde spielst und so. Und da der erste paar Kontakte aufbauen musst. Aber nichts. Ja, einige von uns sind schon ein paar Wochen dabei. Gestern hat es auch wieder zwei erwischt. Die haben auch wieder der Beta-Einladung bekommen. Und ich dachte, ach Gott, ich habe so ein richtig Deppenglück. Ich mache immer noch bei jedem verdammten Gewinnspiel und alles mit. Nichts. Einfach keine Chance. Also wie gesagt, falls ich da wirklich irgendwen kennt, der da ein Beta-Key oder sowas zu viel hat oder so, wie gesagt, ich würde mich tierisch freuen, würde ich den wirklich da gerne annehmen. Falls ihr da einen überhaupt oder überhaupt sagt, nee, das Spiel ist eigentlich gar nichts für mich, ich habe einen bekommen oder so, und dann überlasst ihr mir oder sowas, wäre euch da ewig dankbar. Oh, ich hasse dieses kleine Scheißzeug und besonders hier, wenn es verpumpt ist. Das mag ich überhaupt nicht. Das kann ich auch nicht verstehen. Wieso viele meinten, ja, Diablo 3 ist nicht düster genug. Keine Ahnung, aber was wollen die? Ein schwarzer Bildschirm und man spielt da einfach irgendwie, läuft gut durch, irgendwie blöd herum oder so. Also, ich finde es optimal oder so. Ich mag so wie das zum Beispiel hier nicht. Das ist mir einfach zu, ja, zu dunkel schon. Ich hab so gern, wie so ein Akt 1 oder Akt 2 ist. Das ist immer schön hell. Sieht man immer genug. Boah, das hier, das ist, weiß nicht, überhaupt nicht meins. Deshalb mag ich auch den Akt 2 da nicht so, wenn man da so ab Hälfte Akt 2 immer nur in diesen dunklen Bereichen da rumkrebst. Ist nicht so meins. So. Jetzt wisst ihr das auch. So. Lass ihn nieder. Gut, gehen wir runter. Gut. Klappe halten. So, hier sucht man aber auch alles ab. Wo ist denn hier noch was zum Gehen? Da irgendwo rauf. Gut. Denn wir sind ja, hoppala, denn sind wir hier, um Legendäres zu finden. Oh, wie schön das Messer hier leuchtet. Das fällt mir jetzt erst auf da. Diesen Blitznebel. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da kommt sicher wieder so ein kleiner Scheißer daher. Ach, der kommt nicht mal raus und ist schon hin. Sehr schön. Boah, ich kann es kaum erwarten, da endlich das Hearthstone zu spielen. Ich meine, ich schaue mal mit Absicht keine Videos, aber sonst irgendwie mal. Ich meine, ich hätte mich jetzt schon irgendwie über die ganzen Karten und alles und was der Teufel was informieren können und die ganze Spielmode, man hat man nur das so im Groben mal angeschaut, wie, was, wann, und will das aber nicht tun. Möchte das alles selbst irgendwie erleben. Und vor allem auch, wenn ich dann wirklich den Key bekomme, dann würde ich ja mal generell auch das Tutorial und so hochladen. Damit man das wirklich so alles dann zusammen erleben können. So, wie es aussieht, ist mein Inventar voll. Die Schatten selbst erheben sich gegen uns. Ja, ihr seht schon, das geht jetzt sehr schnell, weil natürlich jetzt auch viel mehr Blaues und so droppt. Durch den Magic Find. Statt Weiß kommen halt jetzt blaue Sachen raus. So. Schauen wir halt dann gleich mal.
da ab hier zum Beispiel, dass ich vielleicht das aufhebe und dann schaue bei ihr, ob sie es brauchen kann. Ist kein Intro, nee. Da ist auch nur Stärke drauf, sowas kann sie eh nicht ansehen. So. Okay, das hat dir schon mal was gebracht. Ist zwar nicht das Nonplusultra, aber wir haben ihren Schaden verdoppelt. Ja, ich muss sagen, ich... Meistens vernachlässige ich leider die ganzen Begleiter immer. Und vergesse da immer voll drauf, dass ich denen irgendwie was mal zustecke oder... Ja... Muss da echt da mehr drauf achten. So, schauen wir, dass wir da mal einen mal ausschalten. So, jetzt spielt der. Hoppala. Zack. Ja, alle drei schon hin. Zack. Und schon zwei gelbe dabei. Sehr schön. Müssen wir jetzt normal dann am Anfang sowieso öfters was Brauchbares dann haben. Besonders in Inferno. So. Boah, wie ich diese kleinen Schattdinger da hasse. Verschwindet einfach. So. Boah, ich hasse euch. Töte sie, mein Phantom-Ding. Hier schon wieder. Ha, zwei Schuss sehen. Wo ist er? Komm. Zack. Das nichts. Amulette Zerstörung. Ich muss erst schauen, ob das was ist für sie. So, 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 so. Das müsste jetzt alles gewesen sein. Ach, da hinten oben geht's noch weiter. Amulette. Minimalschaden erhöht, Maximalschaden erhöht. Was hast du da? 4 plus 8 Schaden, 22 Inbrenn, 8 kritische Trefferschaden. Ist das vielleicht ein bisschen? Nee. Aber das müsste ja besser sein. Ja, minimal. Verliert jetzt zwar, hat zwar ein bisschen Leben verloren, aber ja. Stangenwaffe wirst du wahrscheinlich nicht tragen können, Mädel, oder? Nee. Ist old. Ups, dagegen gelaufen. Ja, ich glaube, ich mache hier wirklich da irgendeinen Stab, werde ich hier basteln. Das wird, glaube ich, das Beste sein. So, da war noch eine Kiste. Keine Ahnung, gibt es eigentlich nach diesen 2000 Kisten Erfolg noch einen Erfolg? Aha, sammelt 100 Millionen Gold ein, ja, ist ja eh da. Habe ich bis jetzt noch nicht so viel? Ne, sieht nicht so aus. Gibt wirklich nur diesen mit den 2000 Kisten öffnen. Hm, hätten sie auch können noch einen weitermachen, keine Ahnung. 5000 Kisten öffnen. Hm, kommt vielleicht dann mit Neidern. So, wo war jetzt der Ausgang? Da hinten. So, hoppala. Ja,
Lalala, sprecht mit Lea im Terminus. So cool. Doch so ein kleiner Verräter. Jetzt geht's ja auch an den Kragen. Jetzt dürfen wir zwei Verräter hintereinander killen.